Die Musik hat Swag. Und damit herzlich willkommen zu Ruiner. Arme Schweine, dir ist klar, dass die hergekommen sind, um für dich zu kämpfen, ja? Die müssen sich durch die Rohre gequält haben. Wow, die Creeps scheinen dich richtig zu lieben. Ja, hier liegt ein Creep-Leiche rum, wie auch immer der hierher gekommen ist. Aber sie hat ja schon gerade gesagt, wahrscheinlich durch die Rohre gequält. Haben wir noch eine Kiste? Hör mal auf hier. Gib mir Karma. Dann muss ich euch nicht töten. Apropos töten, das sieht ja nach einem Battle aus. What the fuck, boy? Oh Gott! Yo! Wo seid ihr? Die Angst? Wer? Oh Gott. Da sind die richtig krassen Boys unterwegs. Ding Bumm. Komm her. Nein, das wäre ein Ruiner-Kill gewesen. Dreck. Der hat eine dicke Knarre am Start. Warte mal. Hier liegt auch eine. Oh, hi. Fuck yeah! Yeah, sag mir mal. Butcher! Ja, Mofo! Wetzen! Slayer! Liebe diese Waffe, die ist die beste hier. Guck dir den mal an. Wie einfach zerspratzt, ne? Das war's aber noch nicht. Ich liebe diese Bullet Cans in dem Spiel, das ist der Wahnsinn. Es macht halt richtig Spaß, die Gegner hier damit zu zerbersten. Ja, das hätte nur in der Kill sein können, ist aber nicht. Kommt da noch jemand? Nö. Hä? Drop Zone. Wenn du dein. Was? Wenn dein Weg bei mir endet, bist du nicht irgendein Stück Scheiße. Und nun bete zu deinem Gott und umarme die Dunkelheit. Boss Time. Natürlich mit Vampiren hier, warum auch nicht? Oh. Geh kaputt, du dreckiges Stück Kacke. Oh shit, was war denn das? One-Hit-Kill. Da kommt er wieder. Zieht der irgendwie Energie aus den Dingern raus, oder wie ist das? Hinter mir. Hey. Du Sacknase. Was ist er denn? Hä? So, da ist das Ding wieder. Geh kaputt jetzt. Oh, eine bessere Waffe habe ich.
wurde es dann ankommendes Geschenk denn? Ich hab nichts gesehen. Da kommt was. Ich könnte mal Leben vertragen. Hilfe! Bitte, nein. Ja, das war's. Gar nicht so einfach. Ich hätte mich aber auch gewundert, wenn es anders wäre. Was soll denn? Da kommt erst noch. Unsere Lebensanzeige wird mir schon angezeigt. Gucken, wie der schon ausweicht. Irgendwie direkt der Vampir am Start ist hier. Ich weiß gar nicht, ob ich mir nicht im Nahkampf einen besseren Gefallen tue. Nee, anscheinend nicht. Hat irgendwie ein Schutzschild oder so ein Dreck. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Der ist ja die Hölle, der Typ, ey. Nee, danke. Kein Bock auf Schaden. Ich war im eigentlichen Kampf. Also ist er hier der Barbo, bevor es weitergeht. Ich warte das nochmal, bevor ich auf ihn baller. Ja, guck mal, der fängt nämlich schon an hier rumzujockeln. Okay, also Nahkampf ist schlecht. Okay. Aber es lässt sich eigentlich gut ausweichen, wenn man weiß, wohin er schießt, weil es wird einem schön präzise angezeigt. Wow. Er zieht mir einfach mal mit einem Schuss auf A2 ab. Warum verliere ich eigentlich so viel Lebensenergie? Was ist denn da kaputt? Grilly Boy. Ja. Kriege ich auch mal in irgendeiner Weise Lebensenergie zurück oder so direkt? Sehr abgezogen. Oh, ey. Dann bin ich noch was wieder tot. Wo habt ihr? Alter. Auch wenn es keine. Keine Energie von mir abzieht, jetzt mir Lebensenergie ab oder was? Oder wie ist das hier geregelt? Ist das dem Schaden überhaupt? Ja, ein bisschen. Aber wie sie viel sogar. Ja, ich kann ihn töten. Er ist tot. Was? Ich hab die Waffe ein bisschen unterschätzt, muss ich sagen. Nein, ist kaputt. Bereich erledigt. B plus. Stimmt, ich habe ja noch den hier. Dass hier also ein Waffen rumliegt, ey. Nice. Es gibt natürlich gut Karma, deswegen. Keine schlechte Sache. Krieg ich vielleicht noch ein Level up. 4 Punkte habe ich jetzt. Und es gibt noch eine Knarre. Energiekanone. Flammenwerfer. Nee. Ich bin nicht so der Flammenwerfer-Freund, muss ich zugeben. So, ich habe 4 Punkte. Ich kann mir wieder was leisten. Yeah, und das investiere ich in Lebensenergie. Zack. Einen haben wir noch übrig, mit dem können wir leider nichts anfangen, von daher. Komm, King, du hast eine Tür für mich zu öffnen. Tu mal hier die Tür, weißt du. Boi. So, Nahkampfwaffe haben wir keine coole, aber egal. Geht auch ohne. Lebenssaft. Nice. Ich habe so viel Lebensenergie, das reicht überhaupt nicht. Okay, die Situation sieht so aus. Ich muss wahrscheinlich irgendwas mit diesen Dingern hier machen. Wieder eine große Area. Okay. Jetzt betreten wir überhaupt erst die eigentliche Farm.
Siehst du die Kapseln in den Wabenformationen? Das ist ein Feld. Die enthalten Hosts, die bereit sind, Rituality zu liefern. Sowas werden wir wohl öfters sehen. Todesmaschinerie ist es hier. Kiste. Da ist noch blaue Energie. Ist hier nur eine Kiste versteckt vielleicht? Ui. Scheiße. Ich wüsste nicht, wie wir ohne King Sylvie durch diese Bratpfanne kommen sollen. Was meinst du? Keine Ahnung. Achselzucken. Da gehe ich nicht durch. Bist du verrückt? Ich werde verrecken. Und dann mache ich keinen weiteren beschissenen Türen auf. Mach schon. Sicher findest du einen Weg da durch. Mach dich ran. Schön schnuppern. Du weißt ja, wie man unseren Freund motiviert. Aufgabe. Erhalten, um King zu foltern. Okay. Alter, das arme Schwein. Es tut mir irgendwie leid eigentlich um ihn, aber... Beschissener Sadist! Hör auf zu jammern, King. Los an die Arbeit. Mich beschleicht irgendwie gerade so das dumpfe Gefühl, dass sie eigentlich gar nicht die ist, für die wir sie halten. Warum beschleicht mich das dumpfe Gefühl, dass der Endkampf irgendwie gegen sie stattfinden wird? Irgendwas ist hier nicht richtig. Irgendwas täuscht mich gerade. Ich werde es nicht tun. Lass mich. Du hast es beinahe geschafft, King. Schwimm jetzt nicht mit dem Bauch nach oben. Zeig es ihm, Junge. Oh Gott, noch. Na, der wird sterben. Guck mal, der brennt schon. Puh, das war brutal. Möglicherweise war es etwas zu viel. Na, immerhin ist er nicht gestorben, bevor er den Durchgang aufgemacht hat, was? Und wird dein Bruder raus, jetzt zählt's. Neuer Eintrag, Traffic King. King? King? Ich weiß nicht, ob das alles hier richtig ist, was wir noch tun. Die Entscheidungen, die wir gefällt haben, waren immer zugunsten unserer, nie für andere. Wir haben ihn jetzt quasi zu Tode gefoltert, um hier durchzukommen, um unseren eigenen Willen durchzusetzen. Beziehungsweise eigentlich nicht unseren Willen, sondern ihren Willen. Sie sagt uns ja, was wir zu tun haben, deswegen nennt sie uns ja auch München. Wir werden quasi kontrolliert, eher von ihr, statt andersrum. Ich laufe hier nämlich nur mal so langsam bedächtig rum, um einfach nochmal die Musik auch so ein bisschen wirken zu lassen. Okay. Wir steigen weiter hinab. Level abgeschlossen. Getötet 95 Kammer gewonnen. 5795 Tode 4, Rang B+. Wege des Terrors. Hunderter toter Maschinen, tausende beinahe toter Menschen, Dutzende tödlicher Fallen. Ein Geist in zwei Körpern regiert hier. Geist in zwei Körpern? Was man hier jetzt räumt? Ach, das Lied, das kenne ich. Okay, jetzt sind wir noch tiefer drin. Halte ein Auge auf das Signal deines Bruders, aber sei vorsichtig. Alles hier will uns tot sehen. Okay. Dann gehen wir mal.
Tiefe. Bitte, töte mich. Die arme Seele hat es irgendwie aus seinem Engel geschafft. Ich schätze, sobald sie verbunden sind, verschweißen sich ihre Gehirne und schmelzen. Sie verlieren, wer sie sind. Hoffentlich ist dein Bruder in einem besseren Zustand. Finden wir ihn. Das ist doch alles kranke Scheiße hier. Neuer Antrag, Horsts. Besser so als anders. Hellfire. Nee, danke. So, haben wir noch ein bisschen Karma. Was? Lehrer Host. Ich will deine Seele. Benutze Virtuality-Unterhaltung. Um Wille und Persönlichkeit gebracht. Marionetten zum Kämpfen gezwungen. Boah, wie die aussehen, ey. Richtig geil. Ich habe übrigens bei Twitter den Typen abonniert, der diese Sachen gezeichnet hat. Super geiler Typ. Er hat auch eine Ausstellung gehabt und sowas. Und ich feiere dem seinen Artstyle unglaublich gerne. Richtig nice. Kann ich nur empfehlen. Ich werde es. Schreibt mir in die Kommentare, dass ihr mich dran erinnert. Dann werde ich es mal verlinken in meiner Infobox. Das sind leere Virtual Reality Hosts. Leere menschliche Hüllen. Wenn Hosts zu vielen Simulationen durchmachen, hält das Gehirn das irgendwann nicht mehr aus. Es wird überladen und sie verlieren sich selbst. Wieder ein Zombie oder was? Sieht nicht gesund aus. Ruiner Kill. Guck mal, wie viele da kommen. Einer nach dem anderen, die stehen alle wieder auf. Das ist eine gute Karma-Quelle. Alter, die Frame-Hit. Die geht gerade richtig schnell. Was denn jetzt? Ich hab grad eine Frame-Hit von 120. Was? Muss ich die jetzt alle boxen oder wie ist das hier? Ich meine, leichter komme ich an Karma wahrscheinlich nie wieder ran, aber. Ja, alles irgendwie nicht richtig, glaube ich. Wow. Die machen ja auch nicht besonders viel Schaden, also von daher ist es nicht so schlimm. Ich glaube, wir haben ein paar Engel hier kaputt. Also ein paar Dinger hier, meine ich. Ein paar leere Hosts. Guck mal jetzt. Kann ich den Leichenhaufen hier zerfletschen oder was? Bam. Bam. Sag mal, ist mit euch nicht richtig? Ich glaube, das bringt hier nichts. Gehen wir weiter. Wind auch ein bisschen. Boah, das ist hier gerade ein bisschen heftig, weil es viele sind. Ja, deswegen liegen wahrscheinlich auch so viele Hellfire hier rum. Wir müssen die Leichenberge verbrennen. Okay, das macht jetzt auch Sinn. Guck mal, da kommen keine mehr. Ah, okay. Ich habe ja nicht verstanden, warum hier so viele Knarren da rumliegen. Ich meine, kann ja wohl so sein, dass sie sie uns einfach geben, weil wir nett sind. Never know.
Cool. Behalte ich die oder nehme ich die Hellfire? Ich nehme die Hellfire mit. Die immer am Leichen zu verbrennen, das ist die beste Methode. Okay, jetzt haben wir wieder so ein Hyperdrive-Dingens. Ein Port. Dann gehen wir mal zunder hier. Ist das geil, ey. Jetzt riecht's richtig rund. Okay. Okay. Alles klar. Bremsen. Bremsen. Hallo. Das wäre eine gute Gelegenheit. Oh, shit. Alles klar. Danke. Oh, ey. Okay. So, ich hab die Nahkampfwaffe ausgerüstet, das wollte ich nicht. Die leer? Nö. Aber bald. Boah, ey. Lass mich mal hier durch jetzt. Wenn wir brav, Maxi grillen, fängt die Stimmung. Fast tot, Alter. Ja, danke. Was ein Dreck ist das denn bitte? Hä? Bin ich denn jetzt? Ach, hier wieder. Ey, ist. Was? Bitte was? Ist dieser ganze Abschnitt zurückgesetzt worden? Ist es euer Ernst? So viel muss ich jetzt nachspielen. Fick die Henne, Alter. Nö. Wisst ihr was? Nö. Rush hier durch. Das gebe ich mir doch nicht. Seid ihr bekloppt? Danke, ey. Ja, ja, komm. Können wir schon alles. Ja, das ist jetzt echt kacke. Wurde denn zwischendurch nicht mal gespeichert, dass ich mal, nachdem ich dann hier die Dings, den wilden Trip da hinter mir hatte, dass ich da mal gesaved bekomme, oder wie ist das hier? Hallo! Ziehen einfach mal einen Energiepunkt ab, warum nicht? Ja, hier, fertig. Tschüss. Tschüss mich von hier. Ja, brenn in der Hölle! Naja, dann dürfen wir das ja nochmal sehen. Ist ja auch ganz nett. Ne? Und los. Power on. Schön. Das Transportmittel der Zukunft. Ich habe gestern wieder einen Beitrag gesehen von Mercedes. Die haben so ein Fahrzeug entwickelt, was elektrisch halt ist und mit autonomem Fahren. Sieht eigentlich ganz geil aus. Also richtig Future-Shit. Das Gebäude, was wir wahrscheinlich irgendwie im CGI-Renderprogramm haben, in gestaltet, sah auch eher so aus, so ein bisschen aus Mars-Effekt. Hat was gehabt. Das sah schon sehr nice aus, diese Designstudie von Mercedes. Okay, es geht hier nicht um Autos, es geht hier um Menschen, die mir richtig tierisch auf die Nüsse gehen. So, einfach durch hier. So, Flamethrower. Lass mich doch mal gucken, was hier Phase ist. Hallo. Oh, ach, ihr seid's. Guten Tag. Guck mal, der wurde ausgesperrt. Wir dürfen hier nicht mitmachen. Ihr seid nicht Mitglied der Party. Bam. Fuck. Das war so richtig. Killer-Kombo. Stimmt, die exploden ja. Fuck, das ist. Hier ist Saft. Gib mir das. Das ist eine Knarre. Wow, Motherfuck. Warte mal, hier liegt eine Uzi. Jetzt kannst du mal sterben, boy. Boah, ey. Na danke. Gib mir deinen Knarre. Drecksgesicht.
Baller mit Freunden. Oh, Mann. Ja! Laser. Ach, wie geil ist das denn? Das ist die Waffe, die der Typ vorher hatte. Leck mich am Arsch. Wie gut ist das denn, bitte? Guck mal hier, zwei Runerkills kann ich hier absahnen. Bam, bam. Den anderen kann ich nicht ausfüllen, weil er schon stirbt, aber... Wie gut. Nein, ich... Erzielen mit der Waffe ist kacke. Aber die macht gewaltigen Schaden, ey. Sogar ein S habe ich gekriegt. Fett. Brother, help me. Wie heißt das Ding? Raging. Die ist nice. Die behalte ich. Hey, schmeiß ihn nicht weg. Bist bekloppt? Warte mal, hier ist noch Karma. Ist ja noch eine Kiste zufällig. Nee. Aber unser Freund, der... Sag mal, weg mit den Waffen. Ich will die nie haben. Ich will meine Raging behalten. Die ist geil. Kick motherfucking ass. Oh, eine Nahkampfwaffe, da freue ich mich. Das ist auch eine HF-Klinge, ne? Aber jetzt habe ich eine frische. Da kann ich die andere auch noch konvertieren hier so. Komm. Krieg ich auch noch ein bisschen Kammer raus. So, ein Bubbel. Immer noch ein Punkt. Reicht für nichts. Warning. Wir müssen diese Scheiße abschalten, wenn wir weiter wollen. Sieht aus, als käme die Energie von einigen Engeln. Finde sie und wir machen sie alle. Durchgang frei machen. Au! Okay. Hätte nicht gedacht, was mit der Schaden macht, aber. Dann gehen wir mal hier lang. Das ist so eine Hellfire. Das heißt. Scheiße, jetzt muss ich die Waffe doch loswerden. Dreh. Kaputter Engel. Engel, sie verkörpern alles, was mit dem System nicht stimmt. Sie saugen leere Haus das Leben aus. Raus. Und wenn sie damit fertig sind, spucken sie einfach aus. Köstlich. Schmamsch. Mach mal auf. Ich glaube, ich brauche die Waffe. Für einen Engel, wenn wir denen nachher begegnen, die sind ja richtig die Pest. Dann können wir die gut gebrauchen, auf jeden Fall. Na, guck mal an. Bäh. Tja. Alles gut? Wahrscheinlich nicht. Ändert sich gleich. Bam. Ich habe den Engel mit einem Schuss gekillt. Das wäre auf härtesten Schwierigkeitsgrad niemals passiert. Am Arsch. Diese Waffe ist so imbar. Aber leider habe ich nur eine davon. Wow. Warte mal. Das erledigen wir anders. Und zwar so. Jo. Läuft. Läuft, würde ich sagen. So, ich laufe erstmal zurück. Sekunde mal. Achso, hier. Hier geht's lang. Lass mich raten, da sind auch welche von denen. Oh, ich habe nur noch 2,5 Energiepunkte. Kacke. Das ist natürlich blöde. Na, guck mal, da sind sie schon. Warte mal. Das ist ein Leichenhaufen. Das heißt ja, die kommen von hier. Aber die Waffe liegt noch da. Ich kann sie noch aufsammeln. Das ist gut. Bam. Engel ist down oder was ist? Wahrscheinlich nicht nur einer. Rudi, mach mal halblang. Yeah, da wird er im Kopf. Ach man. Könnt ihr mal aufhören zu sterben, bevor ich euch richtig Runner gekillt habe? Was? Grafikbug. Okay, die Türen sind weg, wir können weiter. Ich hätte noch gerne das, was hier drin ist. Ja, ja. Bin unterwegs. Oh, Alter, meine Lebensenergie, die macht hier gleich den Klappmann. Ich weiß nicht, dass es geht, von so einem Ding gefletscht zu werden, ey, ohne Witz. Ich hab keinen Bock, diesen Abstand nochmal wiederholen zu müssen. So wie eben. Da ist noch eine Kiste. Nice. So, jetzt nehmen wir das Ding wieder mit. Das ist mir ein liebstes. Eins liebes Gewehr. Oder Laser. Ich hätte einen eigentlich mit hierher bringen können und dann. Na, ist egal. Ah, das. Ja. Immer wenn hier so ein Flammenwerfer liegt, heißt es, hier sind die Boys und Girls in der Zombie-Armee. Spratz, spratz.
Oh ja, Saft, bitte. Oh ja, zwei kriege ich raus, weißt du. Und ich krieg zwei abgezogen mit einem Schlag von denen. Nicht unbedingt zwei, aber einen mindestens. Ei. Burn, Motherfucker. Da gibt's eine frische, aber ich hab ja noch. Da ist noch ein bisschen was drin. Bei all diesem Mist vergisst man leicht, dass über uns eine ganze Stadt ist. Leute, die normale Leben haben. Na gut, erledigen wir unseren Kram und verschwinden wir. Mhm. Und zwar dringend. Weiß gar nicht, ob ich... Das habe ich nämlich noch nicht... Hallo? Moin. Das habe ich nämlich noch nicht rausgefunden, ob hier... ob hier manuell speichern möglich ist, weil... Ich habe ja auch keine Ahnung, wie der die Checkpoints setzt. Das wird einem nicht gesagt. Aber ich habe nicht rausgefunden, ob man manuell speichern kann. Deswegen ist es auch ein bisschen... manchmal heikel, wenn ich dann an irgendeiner Stelle dann das Spiel ausmache und mir denke so, ach ja, das muss ich noch nachspielen. Hä? Wo war ich denn gerade? Kennt ihr das? Gefährlich. Das könnte mein Ende sein. Wenn ich hier nicht vorsichtig bin. Sag mal, wie viele denn noch? Nein. Hätte ich Runner killen können. Nur so leicht ankokeln vielleicht. Nee, bringt nichts. Da ist der Haufen. Ja. Nein. Ach, Dreck. Mensch. Geht die Muni aus. Da kenne ich noch eine. Oh, das war schon die neue. Kacke. Ah! Ja. Dann manchmal hinterlassen die Lebensenergie. Ach, guck mal, da liegt auch noch eine. Und da versteckt sich noch einer. Hallo. Hier. Hä? Wieso komme ich da nicht dran? Bin ich da von außen dran oder was? Bin ich da durch? Wenn so eine Kapsel gerade gefloppt wird oder was? Nee, ich kann die nicht. Ich kann die nicht aufheben, warum? Oh, das ist doch behindert. Der hier. Die ist frisch. Da liegt auch noch eine Knarre. Oh, haben sie schon. Ach, da ist Engel. Bau. Der Schritt hier könnte mein Ende sein. Bin ich da ein bisschen vorsichtig. Ups. Komm nochmal. Wirkt doch richtig! Was denn? So. Gib mir, was da drin ist. Oh ja! So, aber hier wird sicher gespeichert. Von daher. Level abgeschlossen. Getötet 16. Was? Ne, Zahl 16 getötet 143 Euro. Karma gewonnen 5818. Tote einer. Fang es. Cool. Mutters Bauch. Alles hier ist möglich, wo keine Sonne und keine gnädiger Gott hier hinkommen. Bist du bereit für die kranken Schwestern? Schwestern? Was für Schwestern denn? Guck mal, das geht um Mutter. Ja, okay. Das sind dann wohl ihre Kinder. Na gut, wir sind im Mutters Bauch und haben viel Spaß dort. In der nächsten Folge von Ruiner. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Däumchen da oben da. Schreibt auch gerne was Nettes, wenn ihr wollt.